Willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, befindet sich im Hintergrund mein Auto und das hat einen ganz bestimmten Grund, denn heute soll es mal um meine Top 3 Apps für Autofahrer gehen. Und welche das sind, das erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Ein Punkt, der für viele Leute wichtig ist, das ist natürlich tanken und da möchte man nicht unnötig viel bezahlen, gerade weil die Preise ja auch tagsüber immer ein gutes Stück schwanken können und da möchte man natürlich möglichst günstig tanken und dafür gibt es Apps und mein Favorit ist da die Bertha App, die ist kostenlos. Hat alles, was man braucht. Das heißt, man sieht die Preise, man sieht auch die Preisentwicklungen über den Tag und was eben auch ziemlich cool ist, das Ganze ist in einem ziemlich schönen Design, welches minimalistisch ist, dargestellt, aber so, dass man eben alle wichtigen Funktionen direkt auf den ersten Blick sehen kann. Außerdem hat man auch die Möglichkeit, sich über die App direkt zu dieser Tankstelle hin navigieren zu lassen, was das Ganze von der Benutzung her natürlich ziemlich einfach macht, gerade wenn man vielleicht auch mal irgendwo unterwegs ist, wo man sich nicht auskennt. Die App gibt es übrigens nicht nur für iOS, sondern auch für Android. Das heißt, wenn ihr eine übersichtliche App für günstige Spritpreise haben wollt, dann ist diese App auf jeden Fall meine Empfehlung. Und die nächste App nennt sich Park & Joy von der Telekom. Die haben dieses Video übrigens auch mit unterstützt. Also vielen Dank an dieser Stelle. Aber das Praktische an der App ist, dass ihr einfach mit dem Smartphone euer Parkticket bezahlen könnt. Die App, die kann euch nämlich orten und weiß dann natürlich auch, wie die Parkkonditionen genau an dieser Stelle sind. Und dann bezahlt ihr den ganz normalen Tarif. Aber das Praktische ist, dass ihr eben nur so viel bezahlt, wie ihr auch parkt. Das heißt, wenn ihr vorher wieder wegfahrt, könnt ihr den Parkvorgang auch früher wieder beenden. Und wenn ihr länger bleiben wollt, dann könnt ihr auch die Zeit einfach noch weiter nach hinten drehen. Und das ist einfach praktisch. Darüber hinaus habt ihr aber auch die Möglichkeit, euch einfach zu einem Parkplatz hin navigieren zu lassen. Das bedeutet, ihr müsst nicht ewig lang danach suchen, was natürlich auch sehr praktisch ist. Und im Endeffekt müsst ihr nur bei euch im Auto natürlich einen Zettel hinterlassen, dass das Ordnungsamt weiß, dass ihr mit dem Handy bezahlt und dann wird das Ganze über euer Kennzeichen gecheckt, ob ihr auch wirklich eure Parkgebühren bezahlt. Mir persönlich ist es ziemlich wichtig, dass mein Auto nicht total verdreckt aussieht, sondern sauber ist, schön gepflegt aussieht und nach Möglichkeit natürlich glänzt. Und dafür gibt es natürlich auch eine passende App, mit der man sehen kann, wo sich Waschanlagen und auch Waschboxen befinden. Das Coole ist, die App, die ist nicht nur übersichtlich aufgebaut, wo man dann direkt sehen kann, um welche Art von Anlage es sich handelt, sondern bei vielen Anlagen sind auch die Öffnungszeiten eingetragen. Das kann ziemlich vorteilhaft sein, um zu sehen, ob die Anlage auch an Feiertagen geöffnet hat oder auch am Wochenende. Und was auch ziemlich cool ist, dass dann für die verschiedenen Waschprogramme auch die Preise angezeigt werden, sodass man da dementsprechend natürlich die perfekte Auswahl treffen kann. Die App ist natürlich auch kostenlos und es gibt auch eine coole Version für Android. Die findet ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also, das sind die Apps, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, wenn ihr viel mit dem Auto unterwegs seid. Unten in der Videobeschreibung befindet sich natürlich zu jeder App der Link und auch eine Version für Android und iOS. Also schaut bei Interesse auf jeden Fall vorbei, abonniert den Kanal und dann schaut ihr hoffentlich auch beim nächsten Video ebenfalls wieder vorbei. Also bis dahin, ciao!